Willkommen zurück zu Mario 64. In der letzten Folge haben wir das Wasserlevel hier abgeschlossen, beziehungsweise noch nicht ganz abgeschlossen, denn uns fehlt noch eine Cappy, die wir erst in einem späteren Level bekommen können. Deswegen ignorieren wir das erstmal, aber wir werden uns jetzt erstmal diesem geheimnisvollen Schein in der Eingangshalle widmen. Dadurch bekommen wir nämlich die allererste Cappy. Und nein, wir müssen da nicht so da drin rumstehen, sondern wir müssen die Kamera Richtung Himmel, also wir müssen da reinschauen. Moment, so ging das. Genau. Ich muss jetzt selber erstmal mit der Kamera wieder klarkommen. Okay, genau, wir müssen jetzt nämlich Münzen sammeln. Beziehungsweise eigentlich müssen wir das nicht, aber ich glaube, da bekommen wir einen Stern oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich damit mega die Probleme hatte und da geht es nämlich schon los. Ich probiere es jetzt trotzdem. Ich meine, es ist jetzt egal. Ja, okay. Wir ignorieren das jetzt erstmal und aktivieren jetzt einfach erstmal diesen Schalter. Und dann müssen wir uns umbringen. Beziehungsweise umbringen ist relativ. So, wie gesagt, den haben wir ja jetzt freigeschalten. Damit wäre das Bombenlevel eigentlich auch einfacher geworden. Aber wir lieben ja bekanntlich die Herausforderung, ne? So, das Gute ist, das Gute ist, es ist egal, hier kriegen wir keine Leben abgezogen. Was übrigens passiert, wenn wir Game Over gehen, ist einfach nur, dass wir im Schlossgraben landen. Also nicht im Schlossgraben, sondern einfach am Hof draußen, wo wir auch angefangen haben. Und ja, wir haben einfach wieder 3 Leben. Oh, das war knapp. Das war knapp. Oh, das ist scheiße. Na gut, jetzt ist egal. Jetzt müssen wir es nochmal von vorne machen. Wenn es zu lange dauert, spule ich entweder vor oder nehme dann einfach das, wo ich es dann geschafft habe. Das ist mir sonst nämlich einfach zu dämlich. Ah, ich frage mich manchmal wirklich, wie die Leute das überhaupt rausbekommen haben, sage ich jetzt mal. Wie das alles funktioniert, weil ich würde ich das, sag ich mal, zum allerersten Mal spielen, ne? Ich würde nie darauf kommen, dass ich da irgendwie reinschauen muss oder so. Und vor allem, ja, keine Ahnung, generell. Oh, toll. Ja, wie gesagt, ich wusste damit nicht anzufangen. Weil manchmal, ich meine, am Anfang von den Kursen stehen ja auch immer so Hinweise und sowas da. Aber, sag ich mal, da teilweise mal drauf zu kommen, dass, damit du überhaupt erstmal weißt, was du überhaupt machen musst, sage ich jetzt mal. Verkackt. Ich konzentriere mich einfach mal, ich rede jetzt einfach nicht mehr. Vielleicht klappt das dann ja. Mann. Das Problem ist, wir bekommen da auch nicht mehr hoch. Wenn ich einmal verkackt habe, dann ist verkackt. Verkackt. Bringt mir nicht mehr. Die Münzen, die sind aber auch so scheiße aufgereiht. Langsam ist es echt unbequem hier zu sitzen. Nee, kannst du vergessen.
Ich hasse das. Also das, damit habe ich eigentlich am meisten Probleme bei Mario 64 mit dieser scheiß Flugcappy. Letzte. Ob Level bekomme ich sie noch? Komm. Ich könnte sie noch bekommen. Nein. Oh, dieser Idiot. Ich krieg eine Krise. Mario, bitte! Ja! Oh, jetzt darf der bloß nicht sterben. Wenn die Cabby jetzt vorbei ist, dann sterbe ich nämlich. Oh. Nein! Nein! Oh mein Gott, war das knapp! Oh, Herzinfarkt over 9000, ey. Puh. Gott sei Dank, ey. Oh, hatte ich jetzt gerade einen Herzinfarkt. Uhu, wir haben es abgeschlossen. Okay. Das klang locker voll komisch in der Aufnahme, aber ist jetzt egal. So, wir gehen jetzt als nächstes in das Schneelevel. Ja, genau. Das ist ein bisschen fröhlicher. Ist eigentlich auch mal ganz schön. Winterwunderland, ne? Ja, unsere erste Herausforderung ist es, auf der Eisbahn zu rutschen. An einigen Stellen herrscht extreme Rutschgefahr. Sieh am besten zuerst im Schornstein nach dem rechten. Alles klar, mysteriöse Stimme der Vernunft. So. Ich glaube, einmal müssen wir auch noch ein Wettrennen machen. Uppala. Mario. Aber das wird, ist halt noch, wie gesagt, noch nicht jetzt. Die Rutschbahn hier ist auch sehr gut dann für die 100 Münzen. Aber hier kann man halt auch sehr leicht runterfallen. Und hier geht es jetzt in das Geheimversteck. Fahren wir jetzt einfach lang. Da kommen wir nämlich schneller an unser Ziel. Achso, ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Also wir kommen nicht schneller an unser Ziel, aber ja, eigentlich schon. Ich glaube, jetzt müssen wir jetzt rausgehen, oder? Genau. Juhu! Den ersten Stern haben wir schon mal. Ist halt am... Eigentlich sind die Level jetzt noch ziemlich einfach. Im späteren Verlauf wird es noch schwerer, aber... Ja, wie gesagt. Da ich das ja nicht täglich spiele, wie manche andere, die das aufnehmen, kann ich das halt auch nicht so gut. Und braucht dann halt auch manchmal für einfache Sterne viel länger. Aber das ist ja nicht so schlimm, ne, Leute? So, als nächstes kommt, finde das Pinguin-Baby. Das Pinguin-Baby, das haben wir ja schon da oben gesehen. Ich glaube, hier gibt es sogar noch ein zweites Pinguin-Baby. Das müsste aber in der Nähe von der Mutter sein, aber das ist das Falsche. Hallöle. Ich muss jetzt mal diese blöden... Ich sag mal, Mario. Könntest du bitte mal diesen blöden Pinguin jetzt in die Hand nehmen? Sag mal... Toll! Da bekommen wir den niemals. Im Leben. Ja, das war so klar. Weil den werde ich dann jetzt nie wieder wegbekommen. Achso, der kommt natürlich hier runter. Ja, komm runter, gewaschelt, kleiner süßer Pinguin. Ja, komm zu Mama. Komm zu Mama Mario. Komm zu Mama Mario. Mario geht auch weg. Ja, das ist besser hier unten. Und jetzt... Oh, jetzt nimm den! Junge, sag mal, wie... blöd bist du eigentlich? Sag mal,
Der ist zu blöd, diesen scheiß Pinguin aufzunehmen. Ich stand jetzt schon 10-mal übel nah an ihm dran. Der nimmt diesen Pinguin aber einfach nicht. Mensch, hast es doch schon hinbekommen. Und jetzt hängt es auch gerade noch so mega rum. So, jetzt geht's wieder. So, wir rutschen jetzt einfach mit dem Pinguin hier runter. Wir müssen halt bloß aufpassen, dass wir irgendwo gegenklatschen, weil sonst verlieren wir den nämlich. So. Und dann sind wir auch schon fast da. Wir müssen mal ein bisschen vorankommen. Deswegen springe ich jetzt mal. Ich frage mich gerade, müssen wir da lang oder hier lang? Ich glaube, wir müssen hier lang. Das Problem ist, ich weiß es nicht mehr. Okay, naja, hier sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt lang gehen. Ich glaube, hier gab es eine Abkürzung, wenn man hier runtergerutscht ist. Aber ich probiere das jetzt mal lieber nicht aus, weil ich keine Lust habe. Ja, seht ihr, das habe ich eben gemeint. Ich habe nämlich keine Lust, in den Abgrund zu fallen, weil das... Ach, das hängt, ey. Mario, was kannst du überhaupt? Mal kurz gucken. Ich glaube, wir müssen hier runter. Genau, wir müssen hier runter. Okay. Genau, jetzt gehen wir einfach runter. Bumm, jetzt tun wir uns. Ne, wir tun sie. Das da. Das Baby habe ich gemeint. Ich glaube, der mault uns auch an, wenn wir ihm das falsche Baby geben. Das ist doch... Mensch, Mario, du hast ein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Oh, ich weiß. Ich fand neulich diesen Stern hier. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Oder du backst uns wie Peach einfach einen Kuchen. So, Schokokuchen mit Streuseln oben drauf. Mh, lecker, lecker. Och, Mensch. Könntest du jetzt bitte mal diesen... Sag mal, Mario, du willst irgendwie auch nicht, dass ich das Spiel irgendwann mal beende, oder? Wenn du die ganze Zeit so rumhängst und langsam läufst und Sterne nicht einsammelst, ne, dann willst du auch nicht mehr. Gut. Speichern und weiter. Ich weiß aber auch nicht, warum, sag ich mal, diese Frame-Einbrüche so krass sind. Keine Ahnung. Besiege den schnellen Pinguin. Jetzt müssen wir wieder rutschen gehen. Ja. Ich glaube, das ist die Pinguin-Mami, die uns jetzt zeigen will, was sie für eine krasse Gangstermutter ist. Dem sie gegen uns antritt. Ups, und ich... jetzt habe ich das weggemacht. Na, ist egal. Na klar, es ist zwar noch niemand gelungen, mich, den Schlitterkönig aller Klassen, zu besiegen. Aber du kannst es ja einmal versuchen. Wie steht's? Das ist voll der Betrüger, der... Geht... Der... Fährt viel früher los als wir. Die Abkürzung, die wir vorhin benutzt haben, die dürfen wir jetzt nicht benutzen. Selbst, weil wenn wir dann eher unten sind, sagt er dann nämlich so viel wie, du hast betrogen. Und das wollen wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, ne Leute? Ah, oh mein Gott, war das jetzt gerade knapp. Ich habe echt gedacht, ich sterbe. Da muss man echt aufpassen. Deswegen bin ich auch vorhin diese Abkürzung gefahren. Oh nee, wie scheiße war das denn? Weil genau da das passiert. Wenn man einfach richtig schnell von dieser blöden Rutsche runterfallen kann. Toll, ne? Ey, ich war jetzt eigentlich schon safe. Und der Mensch runtergefallen. Am Ende. Toll, oder? Ich kann's halt einfach so richtig. So, naja, sehen wir es positiv. Können wir wenigstens gucken, was der Pinguin gelabert hatte. Er hatte gesagt, hallo Mario, du siehst aus, als wolltest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen sollten. Ja, den Rest kennen wir ja. Wie gesagt, der schummelt ja. Darum schummeln wir auch ein bisschen mit einem Weitsprung. Bloß nicht runterfallen. Das Problem ist, er tränkt dann nämlich aber auch ganz schön ab hier. Das ist das... kleine Problem an der
Stelle. Und jetzt bin ich natürlich direkt weggerutscht. Toll. Ich liebe es. Alle guten Dinge sind drei. Ja. Ich frage mich auch, was der immer sagt. Das klingt mal wie Lafico, wenn wir das Level starten. Ich weiß nicht, was er da sagt. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. So. Ach ja, stimmt. Ich vergesse immer, dass der mit uns reden will. Ich will mal sofort losspringen. Also wir müssen gar keinen Weitsprung machen. Wir kommen trotzdem vor den. Och Mann. Ich werde es jetzt zu lange überspringen, bis ich es geschafft habe. Also für euch rausschneiden. Weil der Part wird ja sonst ewig 1000 Stunden lang. Und das muss ja nicht sein, ne? Wenn du uns jetzt hier runterschmeißt, ich raste aus, wirklich. Oh, du Idiot, Alter. Was bist denn du für eine Scheißmissgeburt? Wirklich. Alter, ich hasse das. Der wird dann nämlich immer so dermaßen schnell. Das ist das Problem an der Scheiße. Mann. Problem ist ja auch, wir können die Stelle, sage ich jetzt mal, an der Stelle nicht vorbei. Weil der dann ja, wie gesagt, rumheult, dass wir betrogen haben. Was ja im Prinzip auch stimmt, aber trotzdem. Endlich, ey. Oh, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Ja, redest du noch mit uns oder jetzt? Du hast mich geschlagen, das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlittermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber nimm diesen Powerstern, du hast ihn dir verdient. Dankeschön. Pinguin. Juhu, nach 10.000 Versuchen haben wir das auch endlich hinter uns gelassen. Finde die 8 roten Münzen. Mal ganz kurz eine kleine Aufnahmepause. So, Leute, und weiter geht's. Ach ja, genau, die roten Münzen. Ich habe schon wieder voll vergessen, was wir jetzt machen sollten. Wie gesagt, 8 rote Münzen und 100 Münzen. Das sollte in dem Level relativ einfach gehen. Das Problem ist bloß, dass ich nicht mehr weiß, wo die ganzen roten Münzen sind. Nein. Oh, bitte rutscht jetzt hier bloß nicht runter. Oh nein, das war ein Fehler. Geh bitte einfach wieder da hoch. Okay,
Wir gehen jetzt rutschen und versuchen dabei, so viele Münzen wie nur möglich einzusammeln. So. Genau. Weil, wie gesagt, hier kann man halt sehr viele Münzen... Nein, ich möchte mit dir kein Wettrennen machen. Dankeschön. So, diese rote... Nein, okay, die blaue haben wir schon mal nicht bekommen. Oh, das war dumm. Oh, Gott sei Dank sind die jetzt nicht gestorben. Dazu müssen wir leider hier runter. Aber da das jetzt kein Wettrennen ist, können wir das ja auch ein bisschen langsamer angehen. Und jetzt einfach ganz viele von den Münzen hier mitnehmen. Wieder einfach ein bisschen langsam um die Ecken fahren. Da ist das auch alles kein Problem mehr. Genau so. Geht halt bloß beim Wettrennen ein bisschen schlecht, ne? So, wie gesehen, wie ihr seht, haben wir jetzt schon 61 Münzen. Das ist nicht schlecht, ne? Da sehen wir auch schon die nächste rote Münze. Ich glaube, da oben auf dem Berg ist auch noch eine, aber das weiß ich nicht hundertprozentig. So, abgesehen davon müssen wir eh noch die ganzen roten Münzen sammeln. Ich glaube, hier ist eine. Ja, und da hinten dürfte auch noch eine sein. Oh, bloß nicht runterfallen. Ja, genau. Hier muss ich jetzt bloß aufpassen, nicht, dass ich jetzt hier... Ja, gut. Dass ich da... mich aus Versehen umbringe. Ich weiß nicht, ist hier oben noch irgendwo eine Münze? Das kann gut möglich sein, weil ich... Aber ich weiß es halt nicht mehr. Ich glaube, vorhin hatten wir aus Versehen mal eine eingesammelt. Ups. So, 70 Münzen, das heißt 30 fehlen uns noch. Ach, ich glaube, wir kommen, ich glaube, die Schneemänner und... Och, Mann, Mario. Ich glaube, die Schneemänner musste man rumlaufen. Aber... hinbekommen. Genau, da ist nämlich noch eine rote Münze. Wow, das war jetzt echt knapp. Ah, Mario. Du Idiot. So. Genau, hier war nämlich noch eine rote Münze. Wenn ich etwas sehen würde, wäre das wesentlich einfacher. So, jetzt ist bloß die Frage, ob da unten noch eine ist, weil das weiß ich nämlich eben nicht mehr. Ich glaube, da hinten könnte noch irgendwo eine Münze gewesen sein. Ja, hier ist noch eine. Ja. Zwei fehlen uns also noch. Hm. Und ich muss nochmal den Schatten abpassen hier. Ach, das ist nur ein blödes Leben. Okay, das ist jetzt eh weg. Dann hier hoch. Ist ja bloß die Frage. Nee, da kommen wir nicht mehr hoch. Okay. Das ist blöd. Aber, nun ja, gut. Das ist halt so, ne? Ich bin der Meinung, auf der kleinen Insel da ist auch noch eine rote Münze. Aber ich bin mir nicht sicher. Da ist noch eine. Da ist noch eine Münze. Ups, das passiert übrigens, wenn man mit Mario unten in den Schnee springt. Hm. Ja, oder halt eben das, ne? Kommt ganz drauf an, wie man aufkommt. Ich fahre jetzt mal zu dieser Insel. Und schau mal, ob da nur entweder nur die Bombe ist, die uns die Kanone aufmacht. Oder ob hier noch eine rote Münze ist. Nee, hier scheint nur die Bombe zu sein. Na egal, dann machen wir halt wenigstens mal das auf. Ja, damit wir wenigstens das schon mal haben. Dann müssen wir das nämlich irgendwie später mal nicht machen.
weiß zwar nicht, wofür wir das brauchen, aber... Ich fahr da... Ich spring da jetzt mal lieber nicht runter. Ich habe keinen Bock, das nochmal alles zu machen. Ah, ich glaube, das Ding kommt wieder runter. Genau. Gott sei Dank waren diese Dinger da und so haben wir jetzt mega in Tod geschlittert. Okay. So, sicher ist sicher, ne? Einer fehlt uns noch und noch 22 Münzen. Hier drüben kann man sich übrigens teleportieren. Muss ja bloß aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Ja. Da waren wir weg. Es ist bloß die Frage. Irgendwo war hier noch eine Münze. Da unten ist sie ja. Oh, fall nicht runter, fall nicht runter. Ich sehe nichts. So, hier haben wir sie. So, wie gesagt, bevor wir den jetzt aber einsammeln, müssen wir noch 20 Sterne finden, 20 Münzen finden. Ah. Oh, hier darf ich jetzt nicht runter, weil dann fliege ich in meinen sicheren Tod. Ich glaube, es wäre am besten, wenn wir uns nochmal nach oben begeben. Und einfach mal... Oh, ich dachte gerade, ich sterbe schon wieder. Und runterrutschen, weil da bekommt man, glaube ich, auch noch ein paar Münzchen. Wir müssen warten, bis er sich wieder umdreht. Weil sonst kommen wir da nicht vorbei. Genau. So. Springen wir jetzt einfach nochmal hier zu runter. Ja. Und teleportieren uns wieder nach oben und rutschen wir einfach runter. Die Rutsche werde ich jetzt ganz sicher nicht nochmal machen. Es ist mir einfach viel zu unsicher. Gut. So, jetzt sind wir wieder oben. Wir sind schon wieder bei fast 30 Minuten. Mensch, die Parts werden immer länger. Aber naja, passiert, ne? Hier kann man halt, wie gesagt, auch sehr viele Münzen einsammeln. Ich muss halt bloß aufpassen, dass ich die auch bekomme. Ich glaube, hier sind noch ein paar, genau. Wir müssen halt bloß aufpassen, dass es an der Stelle... Ah, hier sind noch fünf Münzen. Blauer Münzenschalter, Mensch, meine Güte. Ist natürlich perfekt jetzt, dass wir das hier bekommen. Weil dann können wir nämlich gleich einfach den 8 roten Münzenstern einfangen, weil der ja direkt daneben ist. So. Ja, weiterspielen. Bloß keine dummen Sachen machen. Oh, perfekt in den Stern reingesprungen. Gut. Mensch, 4 Level haben wir jetzt schon den 100 Münzenstern eingesammelt, ne? Ja, 4 Level haben wir schon gespielt, ja. So, 2 Sterne müssen noch in dem Level, beziehungsweise auch in dem Part zu holen sein. Und zwar baue einen Schneemann. Wir haben ja vorhin unten schon einen Schneemann gesehen, ich habe es aber nicht weiter beachtet. Ja, kannst du bitte rein? Danke. Und das ist jetzt nämlich hier. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kennst du jemanden, der nach einem Körper sucht unten? Okay, dann los. Jetzt müssen wir nämlich einfach vor dem runterrollen. Weil sonst, ja, jetzt kommen wir aber nicht mehr... Oh, scheiße. Weil sonst verrollt er sich nämlich... Oh. Das war schlecht. Ich glaube, der kommt jetzt nicht unten an, oder? Kommst du unten an, bitte? Er kommt unten an und ich bin nicht an Ort und Stelle. Nein, das war schlecht. Toll. Ja, komm. Hau mich einfach aus dem Level raus. Ist jetzt auch egal. Weil wir können das jetzt eben eh nochmal neu machen.
Mamma Mia. Genau, so sehe ich das auch. So. Wir müssen halt einfach vor dem unten, also erstens vor dem unten ankommen. Und dann müssen wir uns halt direkt da hinstellen, wo der hin soll. Das ist halt so ein bisschen kompliziert, weil Mario sehr, ziemlich schnell wird und dieser blöde Eisberg auch. Nein, nein, nein. Nein, och Mario, oh du Idiot, wirklich. Boah, das war Glück. Ist egal, komm, geh jetzt hier runter, los, schnell. Geh da bitte runter. Och, Mann, Junge, was bist denn du für ein Idiot? Wirklich toll. Das ist jetzt egal, jetzt können wir nämlich einfach rausspringen. Weil uns das jetzt nämlich 0,0 rein gar nichts mehr bringt. Weil du einfach so ein Hornochse bist. Ich glaube, wir müssen nicht mal mit dem runter. Wir können auch einfach so runterspringen, was am Mario Stelle wahrscheinlich besser ist, weil der erstmal 10 Stunden in diesem scheiß Schnee feststecken wird. Und dann können wir uns einfach dahin stellen. Mario macht mich schon ziemlich aggressiv. Das muss man auf jeden Fall sagen, weil der Typ einfach manchmal zu blöd ist. Für alles. Ja, ich weiß, ich spiele ihn, aber es ist mir egal. Wenn Mario einfach nichts kann, dann ist das halt einfach so. Ja, jetzt rollt er hier hin. Super. Danke, dass du uns immer verletzt hast, aber ist ja egal. Boah, welch komfortables Unterteil. Ich bin so glücklich. Hier, nimm den Stern. Ich hoffe, er bringt dir Glück. Dankeschön, Schneemann. Das hoffe ich auch. Damit haben wir unseren 29. Stern. Mensch, wir haben fast 30 Sterne gesammelt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mal gucken, vielleicht schaffen wir ja doch die 120 Sterne. Wäre schon ganz nice, auf jeden Fall. Ich habe das Spiel noch nie alleine durchgespielt. Denke an den Wandsprung. Pff, was war denn das nochmal? Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall mal runter. Ich glaube, ihr hattet... ich bin ja vorhin runtergefallen. Und da konnte man schon sehen, was gemacht werden muss. Beziehungsweise man konnte sehen, dass da noch ein Level war. Da unten. Konnte man es jetzt auch gerade wieder sehen. Falls ihr es nicht gesehen habt, dann spult einfach mal zurück. Und dazu brauchen wir diesen Kameraden. Der bringt uns nämlich einfach hier runter. Perfekt. Genau, hier müssen wir nämlich hin. Oh, du Idiot. Mario, du kannst einfach überhaupt nichts. Das wäre so toll gewesen, wenn das jetzt sofort geklappt hätte. Aber, naja. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, ne? Locker fahren wir das jetzt noch 10 Mal, da runterzukommen. Ich hasse sowas einfach. Ich hasse sowas wirklich mega. Tja. Ja, komm Mario, mach jetzt hin. Ich hab heute auch noch was vor. Ja, komm, ja. Boing. Boing. Da müssen wir hin. Da rein, genau. Wunderschön. Perfekt.
Gut. Jetzt muss ich bloß gerade gucken. Genau, jetzt müssen wir ja den Wandsprung machen. Das hatten die auch damit gemeint. Okay. Ja, hier, das wird auf jeden Fall ein paar Probleme geben. Der erste Wandsprung geht noch. Ich glaube, hier muss man dann noch einen Dreisprung machen. Bevor man den Wandsprung machen kann. Nee, ja. Muss man schon, aber ich muss es mal hinkriegen. Jo, nochmal. Wie gesagt, der Wandsprung geht immer. Das war auch kein Problem. Ja, aber dann hört es irgendwie auf, weil der Typ irgendwie keinen Dreisprung machen möchte. Warum? Das weiß ich auch noch nicht so recht. Papa, was machst du denn? Der macht alles, ne? Jetzt. Ja. Ja, das wäre perfekt gewesen. Aber Mr. Mario hat sich gedacht, nö. Ne, das muss ich nochmal machen. Das muss ich nochmal machen. Ja, oh Gott. So, das wird jetzt ziemlich kompliziert. Da muss man langsam drüber gehen. Ich riskiere jetzt einfach mal nix. Dann gehe ganz langsam drüber. Ja. Fast geschafft. So, jetzt. Und 30 Sterne haben wir, Leute. Wuhu. Nicht schlecht. Damit haben wir auch den letzten Stern. Du hast 30 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Aber warte noch einen Moment. Hast du die beiden Säulen in den Boden gestampft? Und du hast doch wohl nicht deine Mütze verloren, oder? Wenn ja, musst du den Riesengeier mit einer Stampfattacke besiegen. Ach ja, Bowser hält sich jetzt im Untergrund auf. Ja, das war natürlich übelster Spoiler, weil wir sind noch überhaupt gar nicht in diesen Leveln drin gewesen mit dem Geier. Damit haben die das Wüstenlevel gemeint. Aber wie gesagt, da sind wir noch gar nicht. Wir werden jetzt erstmal das Untergeschoss fertig machen. Als nächstes geht's halt hier in den Keller rein. Und dann gibt's hier noch ein schönes Geisterlevel. Das werden wir als nächstes in Arbeit nehmen. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall war's das jetzt erstmal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.